Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Krohn. Heute mit dem Spiel Avenue von den Autoren Eilif Svensson und Christian Amundsen Ostby. Bei Aporta Games ist das Ganze erschienen und ist für 1 bis 10 Spieler. Ab 8 Jahren wird es empfohlen und dauert ungefähr 15 Minuten. Gleich mal was zu den 10 Spielern. Theoretisch kann man das sogar mit noch mehr Leuten spielen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man einfach noch genug Zettel auf dem Block übrig hat. Weil jeder Spieler bekommt hier so einen Zettel mit so verschiedenen Dörfern und 2 Schlössern drauf. Und dann werden, so ein bisschen wie bei Karuba, werden dann Karten mit Wegstücken aufgedeckt, die für alle Spieler gelten. Also alle Spieler haben hier immer die gleichen Wegstücke, die sie dann einzeichnen können, irgendwo auf ihrem Plan und versuchen da eben möglichst den Ort, der jetzt in der nächsten Runde gewertet wird, mit möglichst vielen Trauben zu verbinden und bei Spielende dann am besten auch noch die beiden Schlösser, die es gibt, mit möglichst vielen Trauben in der Farbe des Schlosses ebenfalls verbunden haben. Und dafür gibt es dann alles Punkte und nach 5 Wertungen, also nach 5 so kleinen Wertungen, endet das Spiel und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Wie das Ganze jetzt im Detail abläuft, das erkläre ich euch jetzt. Bei Spielbeginn bekommt jeder Spieler bei Avenue so einen Zettel vom Block. Da sieht man, da sind mehrere Sachen hier schon drauf, so 6 verschiedene Dörfer mit den Buchstaben A, B, C, D, E und F. Außerdem hier ganz links unten ein pinkfarbenes Schloss, ganz rechts oben so ein türkisfarbenes Schloss und jede Menge Trauben, auch wieder in den Farben Pink und Türkis. Und unsere Aufgabe ist es jetzt ja, einen Weg zu bilden, der möglichst immer den Ort, der in der Runde gewertet wird, mit möglichst vielen Trauben verbindet und bei Spielende noch dafür gesorgt zu haben, dass die beiden Schlösser mit möglichst vielen Trauben in ihrer Farbe verbunden sind. Das Ganze läuft dann folgendermaßen ab. Am Anfang jeder Runde wird hier vom Stapel mit den 6 verschiedenen Dorfkarten, also A, B, C, D, E und F, die sind gemischt, wird die oberste aufgedeckt und das ist eben das Dorf, das am Ende dieser Runde gewertet wird, in dem Fall C. Dann schreibt man sich das hier so hin, damit man es nicht vergisst. Das ist das Dorf, das am Ende dieser Runde gewertet wird und dann geht es auch schon los. Es werden jetzt vom Stapel der gemischten Wegkarten, wird jetzt die oberste aufgedeckt, hier eine 2, die gilt jetzt für jeden Spieler. Man sieht hier unten auf dem eigenen Zettel auch nochmal die verschiedenen möglichen Wegkarten mit der Nummer und so einen Weg zeichne ich jetzt irgendwo auf meinem Blatt ein, wirklich vollkommen egal wo und der nächste Weg muss auch nicht an den angrenzen. Ich kann die auch so platzieren, dass sie Sackgassen bilden oder an den Spielfeldrand laufen, das ist vollkommen egal. Aber was ich eben erreichen möchte, ist, zumindest jetzt in dieser Runde, dass am Ende der Runde hier Dorf C mit möglichst vielen Trauben verbunden ist. Also würde ich vielleicht mal anfangen und den Weg hier einzeichnen. Die Wege müssen auch wirklich durch den Ort durchführen. Es reicht jetzt nicht, dass die an den Ort angrenzen. Also man muss wirklich, die Straße muss eben durch die Stadt hindurchführen, wie hier jetzt eingezeichnet. Wichtig ist, die Karten dürfen natürlich nicht gedreht werden. Man darf jetzt nicht so einen Weg nehmen oder so einen Weg. Man muss den Weg so zeichnen, wie er ist. Deswegen sind sie auch nummeriert. Die 2 ist eben eine so geformte Kurve und genau so wird sie auch auf dem Zettel eingezeichnet. Sobald alle Spieler den Weg eingezeichnet haben, wird die nächste Karte aufgedeckt, die natürlich wieder für alle Spieler gilt. Jetzt sieht man, es gibt diese Wegkarten in 2 unterschiedlichen Farben, Grau und Gelb. Und sobald 4 gelbe Karten aufgedeckt wurden, ist die laufende Runde zu Ende und dann kommt es zu einer Wertung. Ich zeichne jetzt einfach mal den 4er Weg hier ein. Weiter geht es mit der nächsten Karte. Noch eine gelbe. Machen wir den mal hier. Eine gelbe 2. Ja, es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit. Ich könnte jetzt natürlich den Weg einzeichnen, wie gewohnt. Oder ich darf darauf verzichten. Ich zeichne keinen Weg ein und schaue mir dafür heimlich die nächste Ortkarte an und sehe dann schon den Ort, der in der nächsten Runde gewertet wird, in dem Fall B. Dafür verzichte ich natürlich jetzt auch darauf, die Straße einzuzeichnen, weiß aber Bescheid, was in der nächsten Runde kommt. Weiter geht es mit der nächsten Karte. Da ist die 5, auf die ich gewartet habe. Jetzt kann ich nämlich hier die beiden Wege verbinden. Und hier ist die 4. gelbe Karte und damit ist die erste Runde zu Ende. Nochmal so ein Weg. Na, wir wissen ja, dass Dorf B kommt. Also bereiten wir hier vielleicht schon mal sowas vor. 4 gelbe Karten, wie gesagt, die haben wir jetzt inzwischen aufgedeckt. Also wird gewertet. Jetzt schauen wir mal, mit wie vielen Trauben habe ich Dorf C verbunden. 1, 2, 3, 4, 5. Also schreibe ich mir 5 Punkte bei Dorf C auf und die nächste Runde wird nach dem gleichen Prinzip gespielt. Jetzt geht es eben um Dorf B. 5 Dörfer kommen im Spiel immer vor, obwohl es 6 Dörfer gibt. Das heißt, ein Dorf wird in jeder Partie nicht gewertet. Die Karten hier kommen natürlich raus
Und es geht mit neuen Karten los. Hier haben wir einmal eine 6. Müssen wir natürlich gucken, dass Dorf B auch mit genügend Trauben verbunden wird. Oh, schon die zweite gelbe Karte. Eine 1. Nochmal eine 1. Die nützt mir gar nicht so direkt. Ah, doch, hier oben. Warum nicht hier lang fahren? Eine 6, dann können wir hier schön verbinden. Jetzt bräuchten wir nochmal hier eine. Ne, wir bräuchten eigentlich eine 2, wenn die beiden Wege hier verbunden werden können. Jetzt haben wir eine 4. Ja, vielleicht planen wir schon mal hier ins Schloss reinzufahren. Schon die dritte gelbe, jetzt die vierte gelbe, jetzt die Runde vorbei. Das ist gar nicht so gut für uns, weil jetzt haben wir Dorf B nur mit 1, 2, 3, 4, 5 Trauben verbunden. Das sind genauso viele wie Dorf C. Und jetzt lernt ihr die letzte und wichtigste Regel des Spiels eigentlich kennen. Man muss nämlich jedes Dorf mit einer höheren Traubenzahl abschließen als das vorangegangene. 5 ist leider nur gleich so viel wie 5. Deswegen gilt es als eine nicht erfolgreiche Wertung und dann müssen wir uns eine 0 reinschreiben. Ich hätte also mindestens 6 Trauben bei Dorf B jetzt gebraucht, um eine gültige Wertung zu erreichen. Das Schlimme daran ist erstens, wir kriegen 0 Punkte und zweitens wird jede nicht gültige Wertung bei Spielende nochmal mit minus 5 Punkten bestraft. Der einzige Vorteil ist, dass es jetzt natürlich einfacher ist, wieder eine gültige Wertung auszulösen, weil wir einfach mehr als 0 Trauben brauchen. Also schon ab einer Traube ist beim nächsten Dorf wieder eine gültige Wertung. Man versucht also tatsächlich in jeder Wertung mehr Trauben als in der vorangegangenen zu erreichen. Nach dem Prinzip werden jetzt diese 5 Runden durchgespielt, bis eben 5 von den 6 Dörfern gewertet wurden. Dann gibt es noch Bonuspunkte, und zwar das pinke Schloss. Mit wie vielen pinkfarbenen Trauben hat man das jetzt verbunden? Das ist die Punktzahl hier. Und das türkisfarbene Schloss, mit wie vielen türkisfarbenen Trauben hat man das verbunden? Das ist die Punktzahl hier. Dann eben, wie gesagt, minus 5 Punkte für jede 0, die man sich aufschreiben musste. Und hier kommt dann die Gesamtzahl rein und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. So könnte das Ganze also bei Spielende beispielsweise aussehen. Avenue ist für mich daher wirklich eine kleine Überraschung der diesjährigen Messe. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Braucht den Vergleich mit Karuba überhaupt nicht zu scheuen. Und ja, ist genau wie Karuba auch ein unkompliziertes, zugängliches Familienspiel. Wer gerne auf so einem Block rummalt, gerne Wege zeichnet, der kommt hier voll auf seine Kosten. Und wie gesagt, es ist kniffliger, als es zunächst den Anschein hat. Eine kleine Sache noch, das hier ist schon eine multilinguale Version. Also da braucht man jetzt nicht auf eine deutsche Version bei einem deutschen Verlag zu warten. Hier ist auch schon eine deutsche Anleitung mit dabei und das ganze Spielmaterial ist eben komplett sprachunabhängig, sowohl der Block als auch die Karten. Da braucht man sich wirklich keine Gedanken zu machen. Ja, wer gerne Wege konstruiert und Spiele wie Karuba spielt, der wird auch mit Avenue glücklich werden. Das Schöne daran ist, es ist halt Spiel in einer kleinen Schachtel. Man kann das problemlos irgendwohin mit in den Urlaub nehmen und da eben auch flott mal zwischendurch eine Runde spielen. Also ihr seht, mir hat Avenue von Aporta Games tatsächlich recht gut gefallen und wir haben jetzt hier zu Hause inzwischen auch schon den halben Block durchgespielt und werden uns da vermutlich irgendwann irgendwo nach Nachschub umsehen müssen. Vielen Dank, dass ihr auch wieder zugeschaut habt bei der heutigen Review von Avenue. Ich freue mich wie immer über den Daumen hoch, über Kommentare, übers Abonnieren von unserem Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns spätestens bei der nächsten Review. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.